Oh, von mir. Okay. Ich hole mir das schwere Gerät raus. Juhu! Das funktioniert sogar. Okay. Stellen wir mal oben auf die Locust. Ah. Geht auch gut ab. Was jetzt? Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Auf jetzt! Oh ja! Yeah. Ha! Okay. Das ist ein bisschen Munitionverschwendung. Ich wechsle mal jetzt wieder auf die Locust. Das Vieh benutzt übrigens die Revenant. Das ist eine Waffe, die man als... als Soldat bekommen kann auf dem Kollektorenschiff. Ja. Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Das kriegen wir hin. Lad mal bitte nach. Okay. Was nehmen wir noch? Wir nehmen wieder Locust. Setz die Biotik ein. Ja, wichtig ist, dass man hier versucht, so ein bisschen wirklich auf ihn zu zielen, nicht auf seinen komischen Schild. Okay, ist jetzt ein bisschen. Eindringlinge. Ah, verdammt. So, jetzt, gib's. Liara, Shadow Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Der Shadow Broker. Die Lage ist unter Kontrolle. Wir hatten eine Energiefluktuation während eines Hardware-Upgrades. Die Kommunikation wurde kurzzeitig unterbrochen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Sonartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Bei der Göttin der Ozeane. Du. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Als
Also... Du, der neue Shadow Broker. Naja, ob das so eine gute Idee war. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Er sollte sich mal überprüfen. Ja. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Ja. Schon in Ordnung. Ich habe 2 Jahre um Sie und Farron getrauert. Nun habe ich Sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Was haben wir? Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Tja, ich hätte Sie zwar gerne wieder auf der Normandy gehabt, aber nun gut. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Ja, kein Ding. Das war der DLC Shadow Broker. Shepard hat den Shadow Broker besiegt. Einige Informationen über die geplante Vernichtung von Cerberus. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt, als Liara Tassoni übernimmt. Die Beziehung der Asari zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Nein, muss sie nicht. Dummer Unbekannter. So, okay. Ich glaube, wir spawnen jetzt direkt nochmal auf dem Schiff. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Oder sind wir jetzt schon wieder zurück bei der Normandy? Ja, ich hoffe nicht. Na, komm schon. Komm schon. Ah ja. Ah, und wir haben immer noch unseren schnieken Anzug an. Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Ah, Drohnenangriff. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Gut, okay. Ja, Liara hat es ja schon gesagt, sie hat jetzt ein paar Terminals für uns vorbereitet, ein paar Dossiers. Die können wir uns mal angucken. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Informationen über alle unsere Teammitglieder, aber auch über, ganz allgemeine Bekannte, so wie Captain Bailey oder Arya. Die können wir uns mal kurz durchgucken. Ja, Miranda Lawson, Cerberus-Offizier, effizient, rücksichtslos, besessen von der Dominanz der Menschen. Mögliche Rekrutierungskandidatin nach Attentat auf Unbekannten und Vernichtung von Cerberus. Er wollte sie also für seine Zwecke einspannen, sofern er Cerberus denn vernichtet hätte. Professor, früher beschäftigt bei Special Task Group der Salarianer. Beeindruckende Zeugnisse, Modifizierung der Genophage führte zur Sterberate von 99,9% bei kroganischen Geburten.
derzeitige Arbeit bei Shepard offensichtlicher Versuch der Sühne. Jacob, ehemaliger Allianz-Soldat, Biotikausbildung, trotz ordentlicher Führung während des Militärdienstes, eindeutig aus Gründen der psychologischen Stabilisierung der Gruppe in Shepards Team. Jack, abnorme biotische Kräfte, archivierte Kampfvideos übertreffen die erwarteten Ergebnisse der Anlage auf Pragia, infolge schwerer Misshandlung und Gefangenschaft während der Kindheit, emotional gestört und daher leicht zu manipulieren. Okay, Said, Gründer der Blue Suns, hat Führungsposition bei Suns, hat mehrere Missionen von Agenten angenommen und ausgeführt. Aha, er hat also auch für den Broker gearbeitet. Garrus, ehemaliger C-Sicherheit-Offizier, außergewöhnliche Fähigkeit, was Taktik und Aufstellung von Teams angeht. Führungspotenzial von Shepard überschattet. Wir sind also einfach besser als er. Volle Entwicklung unter Shepards Kommando unwahrscheinlich. Samara, Asari-Justikarin, starrer Kodex der Justikarinnen, macht ihre Schritte und Missionsergebnisse berechenbar. Mutter von drei Adagashi, von denen eine im Citadel-Sektor immer noch wegen Mordes gesucht wird. Na, darum haben wir uns ja bis jetzt gekümmert. Tali, Mechanikerin und Technikerin, für Quarianer typische Überbetonung der Zukunft ihrer Spezies im Gegensatz zu persönlichen Aufstieg, Arbeit des Vaters nützlich für Verschärfung der Spannung zwischen Geth und Quarianern. Kasumi, erfahrene Einbruchsspezialistin, sentimental, geht impulsiv Risiken ein, Untersuchung des Todes ihres Liebhabers und Verbindung zu Allianzskandal. Drell-Attentäter, Thane. Höchstleistungen in den Trainingsprogrammen der Hanar, verantwortlich für das 60-Minuten-Massaker auf Omega. Wegen Kepral-Syndrom in fortgeschrittenem Stadium hat Neutralisierung geringe Priorität. Okay. Okias tankgezüchteter Prototyp, Bedrohung für Fortführung der Genophage vermutlich minimal, könnte aber Wissen über und Standort von perfektem Krogan an Serianischer Task Group weitergeben. Cerberus, ach du Scheiße, gegründet 2157, also noch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, ob wir das bis jetzt schon wussten. In den Kodex lesen wir uns jetzt ja nicht so, oder lese ich mir jetzt ja nicht so intensiv durch. Auslöschen. Captain Bailey. C-Sicherheit, Captain. Überlebender des Reaper-Angriffs auf die Citadel. Löst Probleme mit den kriminellen Elementen des Sakira-Bezirks gerne inoffiziell. Erpressungsmaterial in geringen Mengen vorhanden. Ja, Arya. Inoffizielle Herrscherin von Omega. Captain David Anderson, sein abgelehnter Spectre-Kandidat, enge Zusammenarbeit mit Commander Shepard vor der Zerstörung. Admiral Stephen Hackett, kommandierender Offizier der 5. Flotte der Allianz Navy, hat vor der Zerstörung der Normandy SR-1 mit Commander Shepard zusammengearbeitet. Ein Undercover-Agent soll seinen derzeitigen Assistenten in 2 Monaten ablösen. Shadow Broker, geheim. Ach ja, überprüfen können wir das übrigens bei allen. Ja, es ist wirklich umfassend, was wir hier noch zu sehen bekommen. Alte E-Mails, Ausschnitte aus medizinischer Korrespondenz. Ja, Mutterschaftsvorsorge. Miranda wäre übrigens sehr gerne Mutter geworden. Aber, ja. Diese Mail hier besagt auch, dass sie dazu nicht unbedingt in der Lage sein wird. Ich überlege gerade, haben laut Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder zu bleiben. Falls sie über ihren Zustand sprechen möchten, gibt es dafür zahlreiche Selbsthilfegruppen. Oh, Miranda einer Selbsthilfegruppe. Sollten sie über die Adoption eines Kindes nachdenken, stehen auch hierfür mehrere Optionen zur Verfügung. Ja, genau. Wir können zwar die Ursache des gutartigen Tumors nicht mit Sicherheit auf die Irregularitäten ihres genetischen Aufbaus zurückführen, aber es steht fest, dass sie infolge der fortschreitenden Schäden kein Kind mehr bekommen können.